Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal geht es um die Anker X2. Wartet, hier ist der Karton. Die ist jetzt noch nicht angeschlossen, das ist jetzt noch die Anker X1. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran vielleicht, oder ich drehe euch mal so ein bisschen. So, ich werde jetzt die Anker X2 anschließen, weil ich möchte, viele haben mir gefragt, wieder von Anfang an. Ja, ich werde euch komplette Einrichtung, alles von Anfang an zeigen. So. Ich habe auch schon den Stromkabel im Stecker, in der Steckdose. Den werden wir aber jetzt noch nicht dran machen. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, das ist das Menü der Anker X1. Alles sehr übersichtlich. Ich bin mal gespannt, wie die Anker X2 jetzt vom Menü sein wird. So. Jetzt haben wir den Strom hier schon mal rausgemacht. So, wir brauchen Internet. So. Satellit. Jetzt ist er ab. Ich richte euch mal nach unten, damit ihr auch sehen könnt, was ich jetzt hier gerade mache. Weil bevor wir die jetzt unter Strom setzen, schließe ich sie natürlich erstmal an Internet an. Dann der Kabel für Satellit, also der Antennenkabel. Finde ich auch ein bisschen ungünstig gelöst, dass genau die Antenne oben drüber ist. Muss ich mal so sagen. Man kann zwar rankommen, aber sehr ungünstig gelöst. So, dann einklappen. Jetzt machen wir den Strom ran. So. Ich kann euch das jetzt leider nicht mehr zeigen. Also da steht Boot. Wir gucken uns das jetzt mal an. Brauche ich die Fernbedienung, das ist die Fernbedienung der neuen Box. Gerät wird erkannt. Abbrechen, wir wollen jetzt nicht da irgendwie was einstellen. So. Oh, das ist... Okay. Das sieht komplett anders an, aber aus. Wir wollen aber den Bootbildschirm mitkriegen. Also machen wir das jetzt, nachdem mein Fernseher das hier eingerichtet hat, nochmal Strom raus. Strom ran. Steht Boot wieder da. Weil viele fragen ja, wie sieht der neue Bootbildschirm aus? So sieht er jetzt aus. Google TV steht hier. Da ist ein Chromecast abgebildet. Haben wir hier auch eine Sprachtaste oder so? Mute? Ne, haben wir nicht. Jetzt sind vier Striche unten und ein grüner Punkt blinkt. Es ist Android 8.0 drauf, soweit ich weiß. Wartet, ich gucke nochmal nach. In der Zeit, wo er bootet hier. Damit ihr den Bootvorgang wirklich mal sehen könnt. Android TV 8.0 und wir haben ein ARM Cortex A53 Quad-Core 64-Bit Prozessor drin. Das andere kann ich nicht mehr lesen von dem. High Performance, also CPU ist High Performance Multicore. Memory haben wir 16 GB eMMC 5.0, also den internen Speicher sind wir bei 16 GB. Memory, also RAM, hat 2 GB, DDR3. Das dauert schon ein bisschen was länger. Vielleicht nur jetzt beim ersten Einrichten, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auf irgendeine Taste gekommen.
glaube nicht, dass es eben so lange gedauert hat, weil der Sender ja so ein bisschen nur gesucht hat. Wir haben zweimal DVB haben wir, nicht zweimal, DVB und S2, also für Satellitenempfang. Tuner haben wir hier zwei, DBV und T und T2. Wir haben einmal USB 3.0, einmal USB 2.0, einmal CA. Eine Wi-Fi-Antenne ist mit eingebaut. Ja, das dauert mir jetzt hier aber gerade ein bisschen lange. Also das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache, dass das so lange dauert. So, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Mein LAN-Kabel ist ein bisschen defekt. Mal geht er nicht. Wir starten den jetzt nochmal neu. Weil eben ist er rausgerutscht, der LAN-Kabel, und da ist die Box dann angegangen. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier nur HDMI drin, den Stromkabel logischerweise und Satellit. Und eben ist er dann halt rausgerutscht, also der Kabel, und dann ging auf immer auch das Google G und dann ging alles. Ich war auch halt kurzzeitig im Menü und habe versucht mit Ausschalten, aber mit Ausschalten geht er halt dann nur in den Standby, so wie man es von Android Radios kennt. Da braucht ihr eine konstante Internetverbindung. Vielleicht war das der Fehler. Stimmen wir nochmal rein. Ich mache nochmal raus. Ich habe jetzt einen vernünftigen LAN-Kabel drin. Ich stecke nochmal den Strom rein. Also der keine Abbrüche hat, weil, wie gesagt, ich kann euch das ja mal zeigen. Ich habe jetzt mir mal einen anderen LAN-Kabel genommen. Den Stift, den ihr seht da. Ah, seht ihr? Da geht das. Also man muss praktisch ausmachen, wenn man einen defekten LAN-Kabel hat, den defekten abziehen und einen neuen reinmachen, bringt nichts. Man muss ausmachen, einen neuen LAN-Kabel rein und dann geht das. Und hier dieser Nippel, da, und seht ihr das? Dieser Nippel, der ist bei meinem abgebrochen. Fehler erkannt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ihr habt gesehen, wir kommen halt ja erstmal zu diesem Android-Bild, also zu dem Google TV-Bild. Und jetzt sind wir hier im Receiver. Wir haben auf der linken Seite Apps, Play Next, dann Google TV, Netflix. Diesmal soll Netflix auch eine 4K HDR-Unterstützung haben. Und oben haben wir halt Apps. Da ist Live TV. Da gehe ich einfach mal drauf. Kein Signal. Aber wir haben dann unten links die Möglichkeit, zwischen Live und IPTV zu wählen. Haben wir natürlich auch nichts. Exit. Schön groß geschrieben ist alles. Das ist ein Pluspunkt. So, Live TV. Jetzt gehe ich mal zu Setup. System. Ne, wir müssen erstmal raus hier. Wir müssen erstmal gucken, weil hier steht alles in Englisch. Wir müssen uns die erstmal auf Deutsch einstellen. So. Settings. Na, das kennen wir, das sieht so in etwa aus wie beim alten, mit so untereinander, in den Zwischenmenüs. Ja, wir sind auf Englisch. Das werden wir mal ersetzen durch Deutschland. Ja, guck
gucken wir mal, ob Englisch dann aktiviert ist. Nicht. Exit. So, jetzt haben wir auch hier alles in Deutsch. Da können wir uns jetzt schon mal bei den Einstellungen angucken, was wir hier haben. Wir haben Netzwerk. Da bin ich jetzt natürlich mit einem Kabel verbunden. Dann haben wir mein Devolo. Also das ist jetzt praktisch die Gigagate. Mein anderes Devolo wird nicht angezeigt, weil da gerade der Strom rausgezogen ist, also die DLAN. Und hier meine beiden Fritzboxen, also meine eine Fritzbox. Ich habe aber Probleme mit dem Fire TV. Und ja, wenn ich, also normalerweise ist das ein WLAN-Signal. Da steht dann halt nur Fritzbox und der Name. Man kann in der Fritzbox aber einstellen, dass die verschiedenen Funksignale getrennt werden. Nicht nur ein Signal, sondern zwei Signale, und dann kann man den Signalen auch verschiedene Namen geben. Und ich musste halt das so machen mit 2,4 und 5 GHz, weil mein Fire TV dritte Generation, also diesen kleinen Hängeteil da, was total Probleme hat, wenn das alles in EM ist. Und deswegen musste ich das so machen, damit das Fire TV vernünftig läuft. Also nicht, dass er euch da wundert. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Exit. Ton. Systemtöne, Surround Sound, automatisch, HDMI Output, Auto, SPDF Output, HBR, keine Ahnung, Apps. Hier sind wir dann bei den Apps. Hier haben wir zum Beispiel eine 4K-Galerie. Das sind ganz normale Standard Android Apps, Android System, Backup, nee, Backdoor. Bluetooth, Haufen Google-Dienste, logischerweise. Hi-Fi Manager, keine Ahnung. IPTV, LAN, Live-TV, Musik, Moviebar, Netflix, NFS. Ah, Plex ist auch schon drauf. Play Music ist da. Stalker. Videoplayer. Ja, und YouTube. Also Haufen. Apps sind schon vorinstalliert. Bildschirmschoner. Ruhemodus nie aktiviert. Das werde ich so wie beim alten machen einfach nicht aktivieren. So. Display. Jetzt haben wir dann die Möglichkeit hier Display zu wählen, Default, Small, Lag, was haben wir jetzt hier? Passiert da auch was? Ah, dann wird es größer, okay. Dann wird es ein bisschen größer. Oh, die Schrift wird schön groß. Aber mir fällt es nicht mit den Icons auf der rechten Seite, dass die dann so weit auseinander sind. Ich werde das mal Default lassen. Die Schrift reicht eigentlich locker aus. Wir können auch Small machen. Dann ist er halt noch kleiner. Small will ich aber nicht. Ich lasse mal lieber das so. Oder gucken wir vielleicht doch noch einen Tick größer. Dann lassen wir einen Tick größer. So. Wir können jetzt nur 1080p UI und 720p einschalten. Und dann fragt er natürlich, ob wir das bestätigen wollen. Wir sagen jetzt einfach mal ja. Dass er das nur mal sieht. Und das ist das UI-Site, also ich denke mal, das wird die Benutzeroberfläche sein. Wir können das ja dann gleich wieder in 1080p hochstellen. Das ist ja nun kein Problem, nur dass ihr seht, was passiert. Achso, da brauche ich meine Fernbedienung. So, jetzt seht ihr, es startet wirklich sehr schnell. Es hat wirklich an meinem LAN-Kabel gelegen. Der Balken mit unten, wo es sich bewegt, ist halt wirklich nur dann, wenn ihr was stellt. Und jetzt seht ihr das, es ist wirklich extrem groß alles. Ich denke mal, ihr könntet sehen. Und wenn ich jetzt hier die Infotaste drücke, steht zwar hier 1080p, wir haben 4K, aber ihr seht, es ist wirklich, boah, ja, da kriegst du wirklich Augenkrebs, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt wieder hier auch die Schrift ziemlich groß. Display. Und es hat jetzt nichts.
hiermit zu tun. Ich könnte jetzt auch sagen, hier default. Und gehen wir nochmal raus. Selbst da ist es wirklich alles sehr groß. Na komm, wo bist du? Da. Na. Und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt stellen wir das Display wieder auf 1080p UI ein. Und dann werdet ihr sehen, es ist wieder mehr Freiheit, ein bisschen mehr auseinander. Wir können mehr Apps gleichzeitig sehen. Und ist halt nicht so gedrückt. Das halt nur vom, damit stellt er halt nur den Aufbau vom Display ein. Also 1080p UI halt ein bisschen weitere Sicht, 720p etwas schmalere Sicht. So, gleich kommt wieder der Balken garantiert. Nee, diesmal kommt der Balken doch. Jetzt müsste er kommen, oder? Oder er kommt nicht. Da ist er. So. Und schon haben wir wieder eine vernünftige Oberfläche. Wir können die Apps an der Seite sehen. Wir können unten alles sehen. Wir können oben mehrere Sachen sehen. Sieht bedeutend schöner aus. Wir haben eine Sprachtaste, aber ich wüsste jetzt nicht, wo das hier sein soll. Ich habe hier an der Fernbedienung keine Mikrofontaste oder... Wir können hier mal testen, was passiert. Deutschland. Anchor-X. Suchen, testen, suchen. Nee, also wir haben hier keine Sprachfunktion. Ich denke mal, wenn wir unser Handy als Fernbedienung nehmen, ich denke mal, das geht hier auch. Ich habe, wie gesagt, heute den ersten Tag in Benutzung. Dann sollte das vielleicht über Handy mit der Sprachsteuerung gehen. Wir gucken aber weiter, was bei Display drin ist. So, HDMI Audio. Lassen wir an. Custom Display Form. Da haben wir jetzt natürlich... Oh, doch. Es unterstützt echtes 4K. Also ich hatte ja in dem Video gesagt, dass es nicht echtes 4K ist, weil hier unten... alle Fernseher, die auf dem deutschen Markt sind, steht 4K drauf. HDR steht drauf. Aber es ist kein 4K, es ist nur UHD. Mit einer Auflösung von 3840 zu 2160. Und 4K ist dann tatsächlich dieses hier. Der ist von der Höhe 2160 immer noch. Aber von der Länge ist es wesentlich länger. Es ist 4096 Pixel. Ja, also roundabout 250 Pixel mehr. Also so, nur so über den Daumen gepeilt, ja. Wobei ich auch der Meinung bin, mit dem Scheiß sollten sie jetzt langsam in der digitalen Welt echt mal aufhören, dass man für Kinos eine andere Größe hat als für TV. Die sollten im Kino genau die gleiche Größe oder die TVs sollten genau die gleiche Größe unterstützen und dann halt diese scheiß schwarzen Balken mal wegnehmen. Es nervt einfach nur unheimlich. So. Exit. Wir lassen natürlich auf 4K. Image Setting. Da können wir halt ja, die Farbe einstellen. Ich nehme mal jetzt hier einfach mal das. So. Ihr seht, das wird heller. Wir machen das mal wieder auf 50 zurück. Also ich habe bei der Anker X1 auch die Original Werte drin gelassen und bin damit eigentlich immer sehr, sehr gut gefahren. Hier seht ihr was, also ich denke mal, ihr seht, was passiert. Wir können uns das Display anpassen. Ja, wir können halt jetzt zusammenstauchen. Ich mache mal wieder hoch. Und jetzt seht ihr praktisch oben an, in diesem Mittelfeld, wo OK steht. Da müsst ihr mal gucken, da kommt ein blauer Balken. Ich gehe nochmal nach unten. So, da könnt ihr praktisch... Weiter geht's jetzt nicht. Wir machen das mal wieder hoch. So, wir können aber auch einfach nach rechts drücken. So, und dann können wir rechts einen schwarzen Balken dazu machen. Wollen wir aber auch nicht, sieht kacke aus.
So, und jetzt haben wir Right-Button. Wenn wir jetzt hier rechts machen, also wenn wir dann einmal OK drücken, kommen wir nach unten. Und dann können wir halt auf der rechten Seite den Balken machen. Und natürlich mit oben und unten. Unten einen Balken. So. Wollen wir aber auch nicht. Wozu man das jetzt machen sollte oder braucht, weiß ich nicht. Also, mein Fernseher passt sich das alles automatisch an. Video Output. Und da haben wir jetzt hier, zack, automatisch. Wir können auch hier 4:3 sagen. Oder 16:9 können wir sagen. Ich lasse eigentlich immer automatisch, der Fernseher stellt das, also mein Fernseher stellt das sehr gut ein. Das weiß ich nicht. Output vom Adapter 2D Stream. Disable. Enable. Inform von 3D Frame Panning Enable. Ja, lassen wir mal an. Wenn 3D und 2D Inhalte. So, speichern. Das ist jetzt das Wichtigste überhaupt. Interner gesamter Speicher. So, haben wir jetzt verfügbar 2,6 GB. Nur? Die soll da mehr haben. Wir wollen noch ein paar Apps installieren. Finde ich das jetzt ein bisschen wenig. Aber kann sein, dass er uns irgendwo nur was nicht anzeigt. Weil wir haben ja auch nicht die Möglichkeit, jetzt hier mit einer SD-Karte zu erweitern. Wie bei der Anker X1. Ich muss mal gucken. Ne, wir haben nur diesen CE-Schacht. Die Antenne, USB. Also eigentlich sollte hier mehr Speicher drauf sein. Voilà. Ich kann euch das ja mal zeigen. Das ist jetzt, wie gesagt, die Anker X1. Und da seht ihr, da habe ich eine 16 GB SD-Karte drin. Ich kann euch die auch mal zeigen. Ne, 8 GB habe ich nur geholt, genau. Die ist hier drin als Speichererweiterung, weil der interne Speicher ein bisschen klein war. So, dann gucken wir mal. Vielleicht ist das ja auch nur für System. Vielleicht kommen wir ja da noch irgendwo anders hin, wo mehr Speicher ist. Weil auf dem Karton steht drauf, wir haben insgesamt 16 GB eMMC. Also 16 GB internen Speicher. System Memory 2 GB. DDR3. Also ich denke mal, das wird nur der Arbeitsspeicher sein. Ja, wir gucken mal nach. Wir sind ja gerade mal am Anfang. Vielleicht haben wir ja hier noch mehr Infos. So, Gerätename Anker X2.0. Netzwerkstatus, Modus, Shield, Android Version 8.0. Wenn er da jetzt ein paar Mal rauf drückt, passiert dieses. Das geht mit jedem Android-Smartphone, Tablet oder auch Android-Box oder jetzt halt hier die Anker Xbox, dass man halt sich da angucken kann. So, jetzt kommt da der Tintenfisch. Ja, den kann man dann halt hier mit Knopfdrücken steuern, mit dem OK-Knopf. Ja. Das ist halt in jedem Smartphone halt anders, was ihr da habt. Kommt darauf halt an, welche Android-Version ihr habt. So, machen wir mal Exit. Brauchen wir jetzt nicht mehr nochmal Exit. Ein Kernel haben wir hier im Bild. Datum, Uhrzeit. Die nimmt er sich automatisch. Zeitzone, da wollen wir mal die Zeitzone ändern. Wir sind nicht in China, wir sind in, müssen wir weiter nach unten hier in Deutschland. Gucken wir mal, ob Berlin da ist. Berlin steht meistens hier für Deutschland. London. Plus eine Stunde. Belgrad. Brüssel. Ja, wir nehmen erstmal dann London. So. Was sagt die Uhr? Die Uhrzeit ist falsch.
Wir haben 11 Uhr noch was. Amsterdam. Wir sind doch Amsterdam. Wir sind nicht London, wir sind Amsterdam. Ja. Brüssel könnten wir jetzt auch nehmen, aber ich nehme lieber Amsterdam. So, 11.14 Uhr, 11.15 Uhr, richtig. 24 Stunden, das will ich auf jeden Fall eingeschaltet haben, weil wenn wir so machen, haben wir nur die Stunden 1 bis 12, finde ich halt ein bisschen doof. Zeit aus Netz beziehen, gucken wir mal nach. Zeit aus Netz beziehen habe ich auch an. Sollte er denn eigentlich demnächst ziehen? Sprache haben wir ja Deutsch aktiviert, Tastatur. Tastatur verhalten. So, und da haben wir jetzt die Tastaturen, die wir anschalten können. Wir haben jetzt hier Google Spracheingabe automatisch. Wir haben eine Google, das ist jetzt auf Koreanisch. Das wollen wir jetzt mal einfach hier. Das müssen wir dann später noch irgendwo ändern. Dann haben wir noch Japanisch hier drin und Remote, das, was wir halt jetzt anschalten könnten, wenn wir es denn wollten. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier von Koreanisch irgendwie noch umstellen können. So, Startbildschirm. Kanäle anpassen. Ah, hier können wir dann ein- und ausschalten. Okay. Können wir die denn nicht verschieben? Was ist denn, wenn ich drei Kanäle? So. Ah, okay, dann verschwindet Google da direkt. Video Vorschau aktivieren, Audio. Apps neu an. Oh, Apps neu anordnen. Das klingt sehr gut. Da wollen wir natürlich das Live-TV bleibt natürlich vorne, dann wollen wir gerne das, was wir am meisten nutzen, nach vorne holen. Ich hole mir erstmal jetzt YouTube hin. Ich werde mal IPTV, werde ich auch mal nach vorne machen in der Testphase. So, dann logischerweise Netflix kommt nach oben. So, Moviebar für Google Filme, das ist eigentlich eher, den müssen wir uns erstmal angucken, was der kann. Das gucken wir uns auch an. Diese Stalker gucken wir uns mal an noch. So, dann machen wir erstmal die wichtigsten. In Reihe. Ah, Spiele ist eigentlich eher uninteressant, kann nach hinten. Store. Einstellung kann ganz ans Ende. Flex kann auch nach hinten. Na. So, jetzt sind wir mit den Einstellungen so zufrieden. Jetzt gehen wir einfach, achso, das Blue Auto. Ja, na, das lassen wir mal oben, gucken wir mal an. Das haben wir uns jetzt mal hier neu angeordnet. Spiele neu anordnen. Aha, da ist ja eine gleiche, aber halt Spiele. Wir könnten jetzt weitere Spiele herunterladen. Da müsste ich mich jetzt anmelden im Google Play. Das mache ich aber später erst. Hoppala, Entschuldigung, ich bin ein bisschen rangekommen. Logischerweise gilt das auch das gleiche für hier. In Google. So, da müssten wir uns jetzt auch anmelden. Wollen wir jetzt auch nicht. Wir könnten jetzt rein theoretisch, müsste das eigentlich auch klappen, im PS4-Controller an die Anchor-X anschließen und könnten ein Spiel runterladen, könnten das mit dem PS4-Controller spielen. Dazu guckt mal, habe ich schon mal ein Video gemacht, wie man es am Fire TV anschließt. So müsste das eigentlich auch bei der Anchor-X sein.
Also da müsst ihr halt beachten, wie ihr den Controller von der PS4 in diesen Modus bekommt. Android TV Startbildschirm, also Startseite. Okay. Da kommt nur ein Text. Vorsicht, mir. Oh Gott, mir schläft gerade mein Bein ein. Hier ist aber nichts, was man irgendwie ändern kann. Nur ein ellenlanger Text, dann gehen wir mal raus. Und dann, ach so, das sind die Lizenzen, okay. Android TV, da können wir dann auch noch die Lizenz nachlesen. So, dann haben wir Suche. Da können wir dann halt hier irgendwas drin suchen. Celsius ist richtig. So, warte mal, was haben wir da? Das brauchen wir jetzt nicht. Spracherkennung. Anstößige Wörter sperren wollen wir nicht. Oh, Entwicklereinstellungen sind schon Bedienungshilfe. Könnten wir jetzt hier Bedienungshilfe auch noch machen. Dann sagt ihr uns an, was wir machen. Entwickleroptionen haben wir noch. Die habe ich nicht aktiviert. Die sind selber von sich aus aktiviert gewesen. Und USB-Debugging ist auch schon angeschalten. So, dann haben wir hier Zubehör hinzufügen. Da können wir jetzt natürlich suchen. Dann sucht er über Bluetooth Zubehör. Das heißt, Lautsprecher, Bluetooth-Boxen, Bluetooth-Controller, alles Mögliche. Jetzt, ihr seht, ihr findet gerade nur mein Fernseher, weil das ist das Einzige, was jetzt Bluetooth anhat. So, dann haben wir hier unter System. Das ist ganz wichtig, das kann ich euch empfehlen. Da steht jetzt HDMI. Ich glaube, ihr seht das halt ein bisschen doof. Ich werde euch mal so ein Stück ranholen. So. So. HDMI CEC. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr das wollt. Ich werde das auf jeden Fall anschalten. Autotune. So. Das heißt, wenn der Fernseher aus oder angeht, also das kann man mit diesen, also hier ist on, hier ist aus. Na, wartet. Aus. Damit geht der Fernseher, also der Receiver auch an oder aus, wenn der Fernseher an oder ausgeht. Und hier oben mit CEC Enable können wir, wenn wir das haben, mit der, ich muss mal zurückgehen, ich glaube, das funktioniert dann erst nach einem Neustart, könnten wir rein theoretisch mit der Fernsehfernbedienung, da geht's, seht ihr das? Kann ich jetzt hier, ich drücke hier nichts, kann ich praktisch hier einstellen. Und könnte halt hier auch auf die einzelnen zum Beispiel raufklicken und Einstellungen machen. Zurück funktioniert auch. Zurück funktioniert auch. Ja? Also wenn ihr mit einer Fernbedienung alles steuern wollt, dann müsst ihr HDMI CEC anschalten. Advanced Options. Video Color, HDMI, Deep Color, HDR. Können wir jetzt hier Auto, SDR, HLG oder HDR10. Also ich habe definitiv HDR10, das weiß ich. Ich könnte das jetzt so aktivieren. Wir können aber auch auf Auto lassen. Also ja, und hier haben wir dann nochmal, steht auf 10 Bit, jo. Gut, dann lassen wir das auch so. So, HDCP, das ist halt ein Kopierschutz, den können wir jetzt an- oder ausschalten. Denn wenn er aus ist, gehen logischerweise einige Sachen nicht. Also lasse ich HDCP an. System-App Reset. Da könnten wir jetzt Live-TV resetten, IP-TV resetten, Mac-TV resetten, Media Player Found. Also hier können wir dann so. Deutsch, Englisch, Europäisch, Europäern. Nehmen wir mal Europäern und dann haben wir noch Faction K, Live TV, Media Center. Achso, da kann man bestimmt auswählen, wenn es startet, wo es hin soll. So, Power haben wir hier noch. Jetzt könnten wir hier Standby, Reset, Power Save. So, Default SD-Karte. Channel
Wir könnten. Will er jetzt nicht machen? Samba, stopp. Keine Ahnung, da bin ich jetzt selber auch überfragt. So, Standort, dann ermittelt er den Standort. Das ist halt von Handys noch mit drin. Sicherheit, unbekannte Herkunft, installieren. Habe ich jetzt an. File Manager zulässig. Apps überprüfen. So. Und Nutzung, Diagnose. Könnten wir jetzt hier anschalten oder auch nicht. Unterstütze uns bei der Verbesserung von Android. Achso, das ist, kann ich jetzt nicht ausschalten, anschalten. Bestimmt, weil ich jetzt nicht angemeldet bin. So, hier könnte ich jetzt mein Konto hinzufügen. Dann sagen, Daten werden überprüft. So, dann müsste ich jetzt meine E-Mail-Adresse, mein Passwort oder meine Telefonnummer und so eingeben. Und dann könnte ich mich dort verbinden. Wartet mal, ich werde das mal machen. So. Ist das auch an? Wartet mal. Mal gucken. Ja, Aufnahme, okay. Ich hab mich jetzt da jetzt mal angemeldet. So, ihr seht, hier haben wir jetzt schon, hier wird schon gleich aktualisiert. Was haben wir denn hier? Ich würde ja mal gucken, was das hier ist. Aha, okay. Da können wir jetzt hier irgendwas einstellen, aber diese Knöpfe habe ich ja nicht. So, dann können wir ja wieder Exit gehen. Gucken wir uns den mal später an. So, dann haben wir den Google Store hier drauf, also den Play Store, wo ich jetzt natürlich reinkomme, da ich meine Daten hier eingegeben habe. Meine Apps. So. Und ihr seht hier, das Android wird hier gerade aktualisiert. Android System, WebVive, Google Play wird aktualisiert, also Filme, Google Play Musik wird aktualisiert, Google Play Spiele wird aktualisiert, Live-Channels werden aktualisiert, Netflix wird aktualisiert, Plex wird aktualisiert und YouTube wird aktualisiert. Die werden jetzt alle gerade aktualisiert. Die könnte ich auch stoppen, will ich aber nicht. So, das ist jetzt schon mal fertig. Meine Auswahl. Hier findest du alles, was du angefangen oder selbst hinzugefügt hast. Okay. Und hier unten seht ihr jetzt praktisch so meine Auswahl, Netflix und dann hier die Google-Sachen, die habe ich ja da hingepackt. So, und jetzt gucken wir einfach mal auf Live-TV, weil wir haben ja jetzt Internet und alle drum und dran und er ist ja auch am Einstellen. Senderliste, speichern, okay. Und jetzt gucken wir einfach mal hier bei Setting, Config, weil wir haben ja jetzt alles in Deutsch und können es konfigurieren. So, und wir haben Töne 1. Terrestrisch, also nicht Kabel, terrestrisch. Autoscan. Land. Da müssen wir jetzt natürlich Deutschland suchen. Was hier unter Germany wieder ist. Ja, unter Germany. So, Regionen. Da wollen wir jetzt DE Brandenburg. Ihr habt dann natürlich, ich gehe mal rüber. Haben wir natürlich hier noch Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Also es gibt hier noch. So, TV alle, Quatsch, TV-Radiosender alle. Sender, keine Ahnung, auch alle. Antennenspannung an.
So, wir haben eine Signalqualität von 5%, wir haben eine Signalstärke von 10%. Momentan jedenfalls. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier von terrestrisch auf Kabel machen, dann ist alles ausgegraut. Wir machen auf terrestrisch. So. Vorangestellter Scan, manueller Autoscan. So, und dann können wir jetzt hier zum Beispiel, voreingestellter Scan, können wir jetzt hier zum Beispiel die Megahertzzahl begrenzen oder bestimmte Scanarten nehmen. Wollen wir aber nicht, wir wollen automatisch. Und dann haben wir noch den Tuner 2 für Satellit. Also das ist jetzt. Oh, wartet. Ich bin zu weit runter, Jan. Das ist der erste Tuner. Terrestrisch. Ja, also das ist. Müssen wir kurz warten. So, das ist die Antenne. Also die, nicht verwechseln, das ist DBVT. Das hat jetzt nichts mit Satellit oder so zu tun. Den habe ich auch nicht angeschlossen. Deswegen habe ich auch einen schlechteren Empfang. So, wenn wir aber jetzt hier drüben, warte, Tuner 2, Satellit gehen. So, dann haben wir voreingestellten Scan. Wir haben 1,9E Bulgariasat, das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich 19,2 Grad E, also das für 19,2 Grad Ost, Astra nehmen. Ah, hier oben ist es. So, wir haben dann hier einmal hier oben das erste KR, 1L, 1M, 1N und 1L, 1N K-Band. Ich nehme erstmal das erste. Und das wollen wir auch hinzufügen. Achso, da habe ich jetzt eine Signalqualität von 66%. Also wenn wir nochmal das 1 drüber. Da bin ich jetzt bei 80% und also Signalqualität 98 und Signalstärke 79. Dann lassen wir das mal. So, hier können wir LMB-Typ auswählen. Da können wir jetzt hier sagen Universal. Haben wir hier verschiedene Voreinstellungen. Oder wir können halt hier selber auswählen. So, wir nehmen jetzt einfach mal bis 600, nehmen wir mal das bis 10.750. So, dass ihr das mal seht, dass ich Ort umstelle. Lasse ich aus. Aus. Was haben wir hier? Switches. Gucken wir mal, was da alles drin ist. Nee. Kenne ich jetzt nicht. LMB Spannung, Auto. Also hier können wir auch nochmal die LMB Spannung aus Auto 18V und 14V wird 18, 14 Volt sein. Da passiert aber auch nichts, weil bei uns ist eigentlich genug Spannung drauf. Wenn ich hier 18 sage, da passiert halt auch nichts. Also da, oder 14 hier. Ich bleibe bei 79% und 98%. Also macht da am besten Auto drin. So, 22 Kilohertz Ton automatisch. So. Transponder. Ich will mal, was passiert denn, wenn ich jetzt hier beim Universalen, das war der zweite mit 600, das mache? Ne, dann bleibt das da unten stehen. Okay. NIT-Suche, ich weiß nicht, was NIT-Suche sein soll. TV-Radiosender alle. Wir können ja mal ansagen, anmachen, gucken, was passiert. FAT. CAS-Sender, alle. So, Sprache. Da wollen wir jetzt Audio, wollen wir jetzt natürlich Deutsch nehmen. Nicht das. Nicht Griechisch. German.
So, Menü Language. So, können wir jetzt hier eine Sprache hinzufügen. Eins Deutsch ist da. Dann brauchen wir jetzt auch keine Sprache hinzufügen. Ihr könnt aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel Türkisch, Englisch, Spanisch oder so wollt, hier natürlich auch eine Sprache eurer Wahl hinzufügen. Die greift ja ganz normal von Google ab. Ja? So, Zeit. Zeit stellt er dann, haben wir ja schon eingestellt. So, AV. So, hier können wir dann natürlich den Output einstellen, was wir haben wollen. Ich gehe mal ganz nach unten. Moment. Also wir haben hier NTSC, PAL. Dann 720p 50 Hertz, 720p 60 Hertz. Das genauso ist mit 50 und 60 Hertz für 1080i, 1080p und 2060p. 2060p ist ja 4K. Da habt ihr aber noch die zusätzliche Möglichkeit, also wie gesagt, 50 Hertz, 60 Hertz, 30 Hertz, 25 Hertz, 24 Hertz, also wie viele Bilder die Sekunde und so was alle. Das ist halt wichtig für ältere Fernseher, die zwar 4K haben, aber zum Beispiel nur 25 Hertz unterstützen oder 30 Hertz. Ja? Dafür werdet jetzt wichtig. So, Display-Einstellung, Benutzer definiert. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel machen wir mal 80%, 16 zu 9 oder 90%, 60 zu 9. Ihr seht, dann kriegen wir einen schwarzen Balken. Wenn wir jetzt natürlich hier 80% 4 zu 3 machen, haben wir links, rechts, oben, unten im Balken. Wir können aber auch sagen 100%, haben wir alles. Oder Benutzer definiert. So. Jetzt können wir uns das natürlich selber einstellen. Kann ich jetzt mit der Fernbedienung steuern. Seht ihr das, dass es kleiner wird? Ja, das müsst ihr da sehen. Das kann ich jetzt separat einschalten. Das ist okay. Und jetzt können wir hier unten noch machen. Das ist genau das gleiche, was wir eben. Wir können das ja hier, seht ihr das? So. Und hier kleiner machen und größer machen. Aber das wollen wir nicht. Wir lassen einfach mal so. Und gehen raus. So, also da lassen wir einfach die normalen Einstellungen drin. Da fahrt er eigentlich am besten mit. So, dann haben wir hier warte mal, waren wir da hier schon? HDMI. Also Benutzer definiert, da waren wir. Farbeinstellungen. Farbeinstellung ist ja auch das gleiche, was wir vorhin schon hatten. Bloß, dass es jetzt hier ein bisschen schöner aussieht mit den Farben, dass er da verblasst, da ein bisschen kräftiger, Sonne, Mond und die Regler alle ein bisschen anders aussehen. Da bin ich, wie gesagt, am besten mitgefahren bei der ersten Ancore X. Hier muss ich ja erstmal gucken, wenn ich das alles eigentlich auf Werkseinstellung lasse, ich habe mir den Fernseher dann halt nur angepasst. Und mit meinem Fernseher habe ich die gleichen Einstellungen wie mit der PlayStation. Ich habe ein Top-Bild. So, Exit. Bildformat könnt ihr jetzt hier sagen, automatisch 4 zu 3 oder 16 zu 9. Ich lasse einfach automatisch. Letterbox. So, da können wir jetzt hier zum Beispiel Panscan. Oder wir machen nativ. Ich mache aber lieber dieses. Das müsste eigentlich die Box sein, die aufgeht, wenn man irgendwas einstellt gerade. So, HDMI, HDCP Mode aus. Können wir auch anschalten. Ja, dann lassen wir das mal. Muss ein Neustart gemacht werden. Lassen wir mal aus. So, was haben wir noch zum Einstellen? Dann haben wir noch Netzwerk. Wi-Fi, da brauchen wir jetzt logischerweise nichts einstellen, weil ich habe ja ein LAN-Kabel dran. Bluetooth könnte man jetzt hier ganz normal machen. Das kennt ihr ja, dass man irgendwas dazufügt. Haben wir ja eben auch schon gemacht. So. Das sind jetzt die Einstellungen, da kommen wir nochmal hier überall rein. So, Verschiedenes. Da haben wir jetzt hier, ach nee, OS. OSD war das, genau. Hilfebox zeigen. EPG zeigen. Local Channel wollen wir aus. Wo wollen wir das aus haben? Local Channel Number. Ah, lassen wir mal lieber aus. User 2000. Infobox transparent. Da können wir jetzt hier die Transparenz einstellen, zum Beispiel 0% oder
50%. Da wird die Box, die dann halt angemacht, also wenn ihr dann hier Einstellungen drückt oder was weiß ich, wird die halt so und so viel Prozent durchsichtig sein. Ich lasse 20%, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Also bei der ersten Box. Zugangskontrolle. So, da könnten wir jetzt hier Zugangskontrolle, könnten wir jetzt einen Code eingeben. Ich versuche mal. Jo, ist viermal die 0. So wie bei der ersten. Und dann haben wir hier Zensur, No Block. Dann können wir hier halt eine Zensur eingeben, was wir haben wollen. Ich will keine Zensur. Setup-Menü, entsperren. Ja, dann ist das halt entsperrt. Wir könnten das halt auch sperren. Menü zeigen, Menüsender, Werkseinstellungen. Das ist halt alles entsperren. Also, weil hier steht, ja, ist ein bisschen doof erklärt. Also, hier steht entsperren, aber es ist, heißt entsperrt. Wenn da Sperren stehen würde oder Sperre stehen würde, wäre die sperrt. Hier steht entsperren, also wie, das, was uns angezeigt wird. PVR. Timeshift-Warnung. Timeshift-Speicherort. Lass ich mal USB. Timeshift-Größe. Dann könnte man die Größe einstellen. Also da muss man dann wahrscheinlich eine Festplatte anschließen. Das ist dann halt für Aufnehmen. EPG. Und Channel Discovery. Das brauche ich. Ist für mich eigentlich eher uninteressant, Aufnehmen und so. Power Mode, Standby. Hier steht nicht alles in Deutsch. IPTV haben wir hier auch aus. Können wir ja mal anmachen. So. Und dann könnten wir jetzt hier eine URL eingeben oder was weiß ich. Aber ich habe keine URL, die ich eingeben kann. Also deswegen lassen wir es auf aus. Na hier, Exit. So. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, DRM-Status, was das sein soll. Jetzt bei der Box halt hier zum Beispiel. So, System, wir haben hier noch Firmware, da können wir ja mal gucken. Informationen. Da sehen wir dann halt die Firmware der Box. Wir können Update. Haben wir natürlich keins auf dem USB-Stick drauf, logischerweise. Backup Restore, User-Daten könnten wir jetzt auch speichern, brauchen wir jetzt nicht. So, und dann haben wir das hier eingestellt. So, dann haben wir ein Netzwerk. Dann kommen wir natürlich jetzt genau zu den gleichen Einstellungen, wie wir eben schon waren, wenn wir hier unten bei dem drauf drücken. Und System ist halt auch logischerweise System. So. So, aber wir sind jetzt noch nicht fertig. Ich habe euch das jetzt erstmal gezeigt. Jetzt müssen wir ja die Sender suchen. Und wir könnten jetzt mit der gelben Taste den Transponder drücken. Und dann können wir uns einen Transponder auswählen. Das haben wir ja schon gemacht. Wir haben ja eine gute Signalqualität. Satellit bearbeiten können wir jetzt grün. Können wir halt hier Satellit bearbeiten. Können wir jetzt ja zum Beispiel hier drauf. Oder hier drauf. Ja, also wir brauchen aber nichts bearbeiten. Wie gesagt, die Senderqualität ist echt gut. Wir drücken jetzt einfach den roten Knopf zum Sendersuchlauf. Alle bisherigen Sender werden gelöscht. Ja. So, jetzt sucht er. Und das kann jetzt natürlich ein Stück weit dauern, weil der sucht jetzt komplett alles durch. Verschlüsselte, nicht verschlüsselte, alles was wir hier, Test R, Phoenix, Arte, One, Tagesschau 24. So, ich habe nämlich eine Sicherheitswarnung gekriegt von Google, ob ich mich von einem anderen Gerät angemeldet habe. Hat ein Nvidia Shield. Jemand hat sich über ein neues Nvidia Shield Gerät Google-Konto angemeldet. Sind Sie, also läuft das als Nvidia Shield, die Box. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil da meine Daten stehen.
Aber ich glaube, der sagt, hier steht, jemand hat sich, also Nachricht von Google, jemand hat sich über ein neues Nvidia Shield, also Nvidia, Entschuldigung, Freizeichen, oh, Shield minus Gerät in ihrem Google-Konto angemeldet. Ja, das bin ich. Lass das mal so okay sein. So, und dann habe ich die gleiche Nachricht nochmal gekriegt, weil ich, steht hier was anderes, nämlich hier Shield-Gerät, nee, steht das gleiche. Ich habe mit meinem Google-Konto halt noch ein anderes Konto verknüpft, also ein anderes E-Mail-Konto mit dazu gemacht. Selbst wenn man, wenn ich jetzt auf mein Google-Konto keine Nachricht kriege, kriege ich auf das andere E-Mail-Konto eine Nachricht, dass ich mich irgendwo angemeldet habe. Ah, Joam hat auch geschrieben, da habe ich ein paar Sachen im Warenkorb. So, ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier, die hat jetzt 244, 256 Sachen gefunden, drei Radiosender. Wir sind jetzt hier bei 27%, 28. Dann würde ich den jetzt hier mal wirklich zu Ende suchen lassen. Und mal einen Cut machen, weil das bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier mit euch eine halbe Stunde warte, bis die Sender alle da sind. Also eine ganze halbe Stunde wird es nicht, weil ihr seht, das geht ziemlich zügig. Aber ich muss pinkeln und will was trinken. So, da bin ich auch schon wieder. Und wir sind jetzt fertig mit dem Suchen. Die Suche ist abgeschlossen. Jetzt müssen wir Exit drücken. Wir drücken nochmal Exit, nochmal Exit, nochmal Exit, nochmal Exit. So, da sind wir jetzt im Menü. Ich habe einmal zu viel Exit gedrückt, glaube ich. So. So, jetzt müssen wir gucken. Wir können alle Sender. Da haben wir jetzt aber wirklich einen Arsch voll Sendern. So, wir gehen aber einfach mal hier auf. Na, Niedersachsen zum Beispiel. AXN HD, der müsste verschlüsselt sein, glaube ich sogar. Der ist verschlüsselt. Also es werden euch jetzt, achso, weil da sind diese Kartensymbol. Und die, die nicht verschlüsselt sind, die haben jetzt hier zum Beispiel Tagesschau 24. Können wir raufklicken und können wir gucken. Da haben wir jetzt hier drüben. Moment. So, wieder da. Oder hier One. Arte, Phoenix, wir können auch Phoenix jetzt machen, einfach mal. Phoenix ist an. Und alle die, die verschlüsselt sind, haben halt dann hier dieses Kartensymbol. Die gehen logischerweise jetzt nicht. So, und dann sieht das so aus. Wir können jetzt natürlich auch, wenn wir jetzt OK drücken, müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo mal QVC, nehmen wir einfach mal HS24 HD. Der ist auch unverschlüsselt, da haben wir einen HD-Sender. Nee, Shopping kann ich mir echt nicht geben. Sorry Leute, aber wir müssen doch einen anderen Sender suchen. Also Shopping gebe ich mir jetzt hier nicht. Hier Hesse, Extra, Disney HD ist gesperrt. Sport, Disney, RTL 2 HD. Weil eigentlich gibt es ja auch öffentlich-rechtliche, die müssen ja hier irgendwo sein. Steht der HD-Sender von Bell? Ja, RBB haben wir hier, Brandenburg, die HD-Version.
Ja, Ton habe ich jetzt aus, weil Ton, ich habe keinen Bock, dass es Content-ID gibt oder so. Ihr seht, das Bild sieht eigentlich relativ gut aus, muss ich sagen. Ja, also reagiert ziemlich schnell. Wir müssen jetzt halt nur noch gucken, wie wir hier einen Sendersuchlauf machen können. Wir können hier Favoriten. So, und hier können wir jetzt natürlich alle Sender, Satellit, so, HDTV, und dann werden uns jetzt hier natürlich nur die HDTV-Sender angezeigt. So, seht ihr das? Jetzt sind wir zum Beispiel, ich gehe nochmal auf RBB Berlin, zack. Die Umschaltzeit ist auch sehr gering. Und ich denke mal, man kann sich die Favoriten auch bearbeiten, denke ich mal. Finden, wir haben auch Finden, das ist die Infotaste, da können wir jetzt zum Beispiel, wo haben wir denn? Wo haben wir die Infotaste? Da. Da können wir jetzt zum Beispiel sagen, RD, weil wir wollen ja einen HD-Sender suchen. Und wir können jetzt einfach die blaue Taste drücken für fertig und dann sucht er hier ARD. Und da haben wir hier oben ARD, da fehlt aber was. ARD Alpha HD, wo ist ein ARD Allgemein HD? ARD gibt es doch auch als echten Sender, also da muss ich vielleicht doch nochmal einen Sendersuchlauf machen. Dann haben wir auch hier den roten Aufnahmeknopf, können wir Aufnahme drücken. Menü sind natürlich die Funktionen, das ist klar, das kennt ihr ja, haben wir eben schon gehabt. Hier. Und wieder zurück. Da ändert sich dann halt unten die Farbtasten, was man damit machen kann. Wir können jetzt hier so löschen, umbenennen, sperren, alle Sender. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen umbenennen, dann könnten wir jetzt den ARD-Alpha-Kanal umbenennen. Wollen wir nicht. Und wenn wir jetzt Viereck drücken, also blau für alle Sender, dann kommen wir natürlich wieder automatisch zu allen Sendern zurück. Ja, also da muss ich dann echt mal gucken, was wir da machen. Das ist mir ein bisschen... Das verstehe ich nicht, warum man da ARD als Sender nicht findet. So, dann können wir aber auch wieder Menü. Und dann haben wir hier unten auch unsere Einstellungen. Da können wir jetzt zum Beispiel All Apps. Ja, da kommen wir dann automatisch zu allen Apps. Wir können aber auch das Haussymbol drücken. Und kommen dann ganz natürlich wieder dahin. Wir wollen nur noch gucken, was Stalker uns bietet. Dino TV. Kenne ich nicht. ITV, Wood, Setup. Was haben wir bei Setup drin? Dino TV. Da müssen wir irgendwas einstellen. Ich habe keine Ahnung, Leute, ehrlich gesagt. Fehler. Wood. Kein Wood. Non. Also vielleicht kommt es später irgendwann noch dazu, ich habe keine Ahnung. So, Netflix bin ich jetzt logischerweise nicht angemeldet. Nicht wundern, mein Rot sieht jetzt gerade nicht mehr so rot aus. Der Fernseher versuchte gerade einzuschalten. Ich habe nämlich im Fernseher alles auf automatisch gemacht. Das dauert ein bisschen, bis er sich daran gewöhnt hat. Oh, der erkennt so ja gleich meinen Netflix-Account an, weil ich das ja auf meinem Sky gespeichert habe. Auf meinem Amazon gespeichert habe. Ich brauche jetzt nicht mal irgendwelche Daten eingeben. Das ist cool. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel HD. Wir brauchen was mit Ultra HD am besten. Was war ein Ultra HD? Nicht wundern, dass das so flackert. Das ist mein Fernseher. Ich habe da eingestellt, habe da eine Funktion drin, dass er sich das selber anpasst. Dadurch wird die Schrift, ihr müsst mal gucken, die ist jetzt so ein bisschen gelblich, jetzt weiß und gleich wird sie wieder gelb. Zack, das ist mein Fernseher, das muss ich mal demnächst umstellen. Was war denn Ultra HD? Warte,
warte mal, ich muss mal mein Google anschmeißen, weil das habe ich alles nicht im Kopf. Okay, Google. Welche Serien auf Sky sind Ultra HD? Hier ist das Top-Suchergebnis von Google. Ach, Sky, ich will ja Netflix. Okay, Google. HD, ach Quatsch, 4K. Okay, Google. Ultra HD Filme auf Netflix. Dazu habe ich Folgendes gefunden. So, hier haben wir eine Liste. Oder? Nee, natürlich haben wir hier keine Liste. Hier ist toll. HDCP 2.2 ist alles an. Also ich habe ja den HDCP-Schutz angemacht. Netflix. Okay, Google. Welche Filme auf Netflix sind Ultra HD? Das Top-Ergebnis bei Google sagt dazu Folgendes. Toll, ich finde hier keine. Ich hätte hier gerne eine Liste, aber der findet mir keine Liste. Ich habe die natürlich nicht im Kopf, was hier alles Ultra HD ist. Weil eigentlich sollte denn ja das wiedergegeben werden können. Ich glaube, der Devil war auf Ultra HD. Wir können ja mal neu. Der müsste eigentlich auch Ultra HD sein. Genau, die Marvel-Dinger. Black Lightning war nur HD, das weiß ich, genau. Luke Cage war zum Beispiel, genau, Luke Cage. Suchen. Das war eigentlich auch Ultra HD. Okay, das ist nicht. Luke Cage. Wird mir nur in HD angezeigt. So, jetzt habe ich das mal gestartet. Jetzt muss ich mal meinen Fernseher noch sagen. Zack, Info. Der sagt mir an, ich habe HDR, UHD. Es wird mir in Netflix aber nicht angezeigt, dass es UHD ist. So, ich kann es euch ja noch mal zeigen. So, wir gucken jetzt mal nach. So, HDR, UHD. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe. So. Das ganze Netflix-Menü ist nur UHD. Ja, also jetzt steht zwar HD da, aber ich habe UHD, HDR. Jetzt gucken wir mal einfach bei Black Lightning.
Ach, da ist es schon. Wie die Qualität da ist, muss ich halt von vorne wieder anfangen, logischerweise. So, da haben wir eine Qualität von HDR und UHD. Also es wird hochgerendert irgendwie. Black Lightning, weiß ich aber aus dem Kopf, hat kein HDR und kein UHD. Das ist nur in 1080p verfügbar. Das Bild ist trotzdem sehr gut. Wir können ja mal ein bisschen spulen. So, nehmen wir mal hier was Telerit. So. Das Bild sieht echt sehr gut aus. Kann man echt nicht meckern. So, gucken wir, was wir noch haben. Manager. Ah, hier haben wir den, Manager. Hier können wir LAN, NFC. Also hier können wir dann praktisch Sachen aus unserem Netzwerk einbinden. Ich habe jetzt natürlich nichts in meinem Netzwerk dran, deswegen wird mir nichts angezeigt. Die Festplatten sind nicht dran, mein PC ist nicht an. Sonst würde mir Fritzbox Media angezeigt werden und meine Festplatten, die innerhalb des Netzwerks sind und Sachen, die ich von meinem PC freigebe oder freigegeben habe. Also ist, hier haben wir denn, können wir mal gucken, keine Bilder, kein nix. So, UPnP. No Apps, so LAN, haben wir auch nichts drin, ist ja logisch. So. Und hier wird mir dann halt angezeigt mein Netflix-Konto, also mein Profil und was ich mir zuletzt angeguckt habe. Das finde ich schön, das ist besser als bei den anderen Netflix-Apps oder anderen Android-Boxen. Hier haben wir natürlich Google, da habe ich mir noch nie was geholt, das ist für mich eher uninteressant. Das können wir jetzt hier zum Beispiel, auch hier zum Beispiel nochmal das. Können wir jetzt hier nach rechts drücken. Und dann können wir das hier zum Beispiel nach unten machen. So. Aber so im Großen und Ganzen macht es ein gutes Bild. Also mit den Sendern, das habe ich jetzt noch nicht verstanden, warum ARD, ZDF nicht in, also ARD ganz normal mir HD nicht angezeigt wurde. Hier steht so, welches Profil ich gerade aktiviert habe bei Netflix. Mit dem flackernden Bild, das hat nichts mit der Box zu tun, wie gesagt. Das hat was mit meinen Einstellungen zu tun. Hier können wir auch anpassen. Warte mal, da müssten wir doch eigentlich, wenn wir jetzt hier auf YouTube gehen, das werden wir nochmal schnell testen, müssten wir doch eigentlich auch zu meinem YouTube-Konto kommen. Müsste ich ja auch automatisch angemeldet werden. Ja, und da wollen wir natürlich Audience Tests. Willkommen. Okay, also ich bin gleich da, es wird gleich anerkannt. Die Bayer-Doku, die ich mir vorhin angeguckt habe, gut. Also es läuft. Wir gucken uns da nochmal IPTV an, ob da jetzt was angezeigt wird. Nein, natürlich nicht. Keine Sender. Bestätigen. Also so im Großen und Ganzen. Also im Großen und Ganzen finde ich die Box echt gut und schnell. Mit den Sendern weiß ich nicht, warum das nicht funktioniert hat. Da muss ich mal gucken. Ich habe auch nicht jetzt die Möglichkeit gefunden, eine Enigma-Liste einzubinden. Da bin ich mal gespannt, ob diese Möglichkeit da ist und ich habe sie nur nicht gesehen, ob diese Möglichkeit noch kommen wird, eine Enigma-Liste einzubinden. Ich muss mich auch noch schlau machen, wie es mit dem Karten-Slot ist, ob der freischaltet ist, also ob man den nutzen kann für Sky oder ob man den nutzen kann für die HD-Sender, also RTL HD, Sat1 HD, das weiß ich nicht, da muss ich erstmal nachfragen. Die Box reagiert sehr schnell, sie läuft flüssig. Am Anfang hatte ich ein bisschen Startprobleme, was mit meinem Kabel zu tun hat. Wie gesagt, passt da auf. Aber so
geht schnell an, geht schnell zu, aus. Netflix habe ich eine gute Übersicht, habe YouTube eine gute Übersicht, habe Live-TV, IPTV funktioniert gerade nicht, weiß ich nicht warum. Oben kann ich halt meine Apps hin und her schalten. Ich kann mir auch zusätzliche Apps noch runterladen. Wir können hier einen Kodi raufklatschen ohne Probleme. Bräuchten wir aber so nicht, weil ich hatte eigentlich auf dem Fire TV habe ich Kodi wegen Netzkino und Watch Ever und nee, Watch Ever heißt es nicht, wie hieß denn das? Was immer jetzt Clipfish war, was RTL gekauft hatte, das hat jetzt einen neuen Namen. Watchbox, glaube ich. Das sind gratis Sachen, wo man Filme gratis gucken kann. Jetzt haben wir einen Google Play Store hier vernünftig drauf. Wir könnten jetzt eigentlich die einzelnen Apps runterladen von Watchbox, von Netzkino und sowas alles. Aber trotzdem, in einigen Sachen ist Kodi wirklich eine schöne Alternative. Da kann man halt mal so ein schönes Media Center. Da gucke ich zum Beispiel meine Bilder von meinen Cloud-Diensten auf dem Fire TV. Da habe ich Fotoguru heißt das, habe ich drauf. Und vorher hatte ich halt Kodi, weil das meiste auf dem Fire TV nicht gelaufen ist. Aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt viele, viele, viele sehr, sehr gute Apps in Kodi, die erlaubt sind, die legal sind. Die anderen sind halt nicht so, leider. Da kennt er ja einige. Aber Kodi an sich ist nicht verboten und Kodi ist ein schönes Media Center, wo man viel reinpacken kann, was nicht viel Speicher frisst und was man dann halt hier auch noch aufmachen könnte, wenn man es wollte. So, erste Fazit, so an sich echt eine schöne, schnelle Box mit den Sendern. Das ist mein einziges Manko, was ich jetzt bis jetzt habe, die Sender. Die Sender sind mein einziges Manko. Kann ich eine Enigma-Liste machen? Warum hat der ARD HD nicht gefunden? Da muss ich mich erstmal noch mit beschäftigen. Das ist ja, wie gesagt, jetzt erstmal der Ersteindruck. Ich habe es jetzt das erste Mal benutzt und wollte halt mit euch kundtun. Ja? So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. A Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, seid euer Odin.